Einen wunderschönen Montag euch allen zusammen. Ich hoffe, es ist Montag. In dem Fall, wenn ihr das seht. Auf jeden Fall, wenn es Montag ist und ich bin alleine, heißt es Ranked und ich bin Doktor. So, ich habe wie immer Standardnamen. Das übliche Prozedere halt. Ihr kennt es ja inzwischen nicht anders. Aber ich denke, so ein kleines bisschen Routine ist manchmal gar nicht so schlecht. Ich werde wohl mal den Booty Shaker retten. So. Bei mir ist gerade Mittwoch, das heißt, ich habe Lust auf Tonus Sale, ich habe Lust auf Ranked, also werde ich ein bisschen im Voraus aufnehmen. Ich habe gestern Abend mit dem Jocko ein paar Runden gespielt. An sich war es lustig, nur wir hatten wieder richtige Idioten drinne. Es war unglaublich, das hat den ganzen Spaß am Ende wieder genommen. Gerade die letzte Runde war einfach unglaublich böse, da hat mir ein Jailer, ich war Mayer. Ich sag ihm, dass ich Mayer bin, exekutiert mich instant. Mit der Erklärung, er ist gerade am Skypen und er ist korrupt. Er hat mit dem SK zusammengearbeitet. Ging natürlich gar nicht. Hatten davor aber auch zwei ganz gute Runden. Gerade der Jaco konnte auch nicht aufräumen, weil er war Investigator. Und er hat halt einfach alles rausfinden können. Ich war dummerweise sehr früh tot, als. Ich glaube, ich war Doktor oder Bodyguard. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Fest steht, John Smith ist tot. Das ist nicht Jaco. Zumindest laut Steam ist er nicht am Spielen, das wäre sonst ein großer Zufall und er hat auch gar nicht diesen Skin. Und er ist durch den SK gestorben, dann hat das also mit Disguiser wohl relativ wenig zu tun. Könnte trotzdem funktioniert haben. Könnte ja ein Random Disguiser sein. Müssten wir halt mal schauen, aber da er Hexe war, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er hier den Jimbo nur framen will. Mache ich auch gerne. Jacko auch. Also wenn wir böse Rollen sind, framen wir gerne andere. Manchmal klappt es sehr einfach. Und ich werde auch hier mindestens einer drauf anspringen, dass da Jimbo drin stand. Ah, doch nicht. Okay, doch nicht. Ich hätte es erwartet, dass da der Erste direkt drauf anspringt. So, hey, in dem letzten Willen steht aber Jimbo. Ja. Ich werde Jimbo auf jeden Fall heilen. Also hier können wir erstmal schreiben, dass nichts passiert ist. Ich habe nämlich die Erwartung, dass Jimbo attackiert wird in der nächsten Nacht. Gerade vom SK. Eventuell. Ich denke, ich werde es machen. Samuel C. wollen wir darauf pochen, dass er SK ist. Hatten wir letztens auch welche, die halt einfach in der ersten Runde gesagt haben, ja, ich bin böse, tötet mich, und er war es halt wirklich. Das soll dann allerdings ein Investigator vorher abchecken. Wenn er hingeht, einfach nur untersuchen, kommt SK raus, dann ist es gut, ansonsten eben nicht. Ansonsten kommt hier gar nichts. Passiert sonst nichts, keiner wird irgendwie angeweht oder sonstiges. John Smith hat gelieft, wir heilen Jimbo, in der Hoffnung, meinen Job gut machen zu können, dass er nämlich hier jetzt jemand Gutes ist und nicht dauernd wieder böse. Das habt ihr sicherlich gesehen, ich heile in der Regel die bösen Leute eher als die guten irgendwie. Ich habe einfach das Gefühl dafür. Und der Michael oder Michael hat auch schon gelieft. Wen hat er eigentlich kontrolliert? Er hat Nummer 3 zu Nummer 6 geschickt. Zu Jimbo. Okay, also macht das hier sogar noch weniger Sinn, dass er Jimbo den Witch reinschreibt. Nichts. Ist irgendwie sehr unschön, wenn man als Arzt in einer Stadt arbeitet, wo die Leute nacheinander sterben und man selbst nicht irgendwas machen kann. Beziehungsweise man kann nichts dagegen tun. Ich kann sie nicht retten. Das ist dann irgendwie durchaus ein negativer Gedanke. Jimbo stole my name. Ich will Mafia, kill him. He doesn't deserve the rude name. Schade. Okay. Und. So, Lillian claimed Lookout. C. Nenners claimed Invest. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Liana hier wirklich der SK ist.
Möglich ist es, das wissen wir ja, könnte aber auch ein reiner Zufall sein. Hier, guck, sofort der Anfang von Seawall Lynch Liana. Allein, nee, Lillian? Lillian. Nicht Liana. Da bräuchten wir jetzt auf jeden Fall ein Medium. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Medium da ist, ist relativ klein, weil es ein Rätig schon gab. Es hat allerdings noch keiner Escort geclaimed oder gesagt, er wäre geroblockt worden. Müssen wir auch hier mal reinschmeißen, dass das eine Coincidence ist. Ich hoffe, ich das richtig geschrieben habe. Könnte Zufall sein. 90% ist natürlich einfach nur irgendeine Zahl in den Raum geschmissen. Wenn er sie natürlich als Doktor claimt, wird sie von mir persönlich als schuldig gewählt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie Doktor ist, ist relativ klein. Dass sie auch noch gejailt und dann stirbt. Sie hat Lookout geclaimt, das ist richtig. Könnte sie sein, weil es ist noch kein Investigator tot. Tommy. Den Booty Shaker, das stimmt nicht. Den habe ich besucht. Liar. Guilty. Sie ist nicht Lookout, weil ich habe Booty Shaker besucht in der ersten Nacht. Das hat sie nicht gesehen. Von daher, bam. Easy going. Und wenn sie jetzt dann doch Lookout war, hat sie einfach nur gelogen oder hat nicht aufgepasst. Weil ich wurde nicht geroblockt und ich wurde nicht kontrolliert. Von daher, easy going. Zack, zack. Ganz einfach ist das Ganze. Die Idee war an sich nicht schlecht hier. Stimmt nicht. Booty Shaker wurde besucht, das haben wir schon geklärt. Und sie ist sogar Disguiser. Lucky Shot. Sie war Disguiser, umso besser. Aber feststand, sie konnte nicht Lookout gewesen sein. Da habe ich sofort aufgepasst. Da hat mein Hirn gesagt: Moment, der Name Booty Shaker kommt dir bekannt vor. Schau noch mal in deinen letzten Willen. Ich werde mich selbst heilen. Es wird wahrscheinlich ein Fehler sein. Glaube ich stark. Es könnte nämlich jetzt so aussehen, als wäre ich der Lookout und deswegen wusste ich, dass sie böse ist. Ich glaube, ich werde wirklich auf mich selbst gehen, oder? Ja, doch. Bei zwei Killing Rollen werde ich das machen. Ja, natürlich wieder falsch getimed. Natürlich wieder falsch getimt. Booty Shaker ist tot. Den hätte ich in der ersten Nacht mal, habe ich in der ersten Nacht geheilt. Jimbo in der zweiten. Also beide sind jetzt tot. Seawall ist auch tot. Der war Bodyguard. Sehr schön. Sinenas. He's confirmed invest. Okay. Wenn er confirmed ist, dann werde ich Sinenas mal schreiben. Das ist Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I'm Doc. I'm going to heal you. To heal you. So. Die Frage ist, wer von den beiden war böse? Ich habe ja einen von beiden, also ich habe beide beschützt, also muss einer von beiden böse gewesen sein. Und es war natürlich Booty Shaker. Und nur um das nochmal hier klar zu machen, Nacht 1 habe ich Booty Shaker geheilt. Oder ich hätte sie geheilt, wenn sie dann attackiert worden wäre. Tja, so viel dazu. Jetzt ist es ärgerlich. Jetzt wäre nämlich der Bodyguard, also der Retri, sehr gut. Dann könnte ich nämlich den Bodyguard immer schützen und der schützt einfach immer den Sinenas. Der hat mir dieses magische Duo. Die Frage ist vor allen Dingen, gibt es noch den vierten Mafioso oder nicht? So, wir können mal fragen, ob er irgendwelche Infos hat. Also, was gibt es noch? Ihn als Invest, dann gibt es mich als Doktor, es gibt noch einen Support. Es gibt noch den Neutral Benning. Es ist, I think Pain is Mafia. Ist möglich.
Gibt halt keinen Beweis. Because silent. Okay, ist natürlich jetzt sehr hilfreich hier. Sie nennen es. Ist natürlich eine Möglichkeit, dass er abstainte bei Mafia. Dann wäre er aber extrem blöd eigentlich. Wenn man das als Mafia macht. Also wenn ich als Mafia da bin, Mafia ist hochgewählt. Und es gibt einen Grund, dass er schuldig gewählt werden soll, dann würde ich es auch machen. Müssen wir jetzt schauen. Es gibt auf jeden Fall noch zwei Mafia. Doktor, Invest, Support, Benning und Annie. Sollte der Annie hier Mafia sein, sieht das relativ schlecht für uns aus. Ich hoffe, dass sie Sinners attackieren. Es gibt noch eine tötende Rolle, also können wir das ja gut reißen. Wurde nicht attackiert, okay. M-Lady ist tot. Ich hoffe ja fast auf den Survivor. Oder Amnesiac. Also eher die Neutral-Rolle. Sheriff. Das ist nicht schön. Damit ist klar, was die Annie-Rolle ist. Oder Sinners ist Concierge. Das ist jetzt die Frage. Transportiert, okay. Ist natürlich möglich. Transporter könnte sein, das wäre dann die Support-Rolle. Es hieß allerdings im letzten Willen, ich glaube vom Bodyguard, ja, dass Sinners Confirmed Invest ist. Das, die Sache ist, er könnte halt wirklich Conzi sein. Wurde vom SK attackiert, nicht von der Mafia. John Proctor sagt, er wäre auch transportiert worden. Könnte halt sein. Ist schwierig. Ich würde jetzt einfach mal auch für Officer Payne gehen. Ich bin mir bei Sinners nicht mehr so sicher. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Mal gucken, welche Rolle er claimt. Mal. What's your role? Er claimt Medium, dann könnte es keinen Transporter mehr geben. Dann ist da kein Transporter. Sinners abstained. Es könnte natürlich sein, dass die drei hier Mafia sind. Er war Invest. Er war Medium. So, guilty voters are Mafia. Tja, dann haben wir verloren. Das schaffen wir nicht mehr. Wir können nichts machen. Ich gehe davon aus, dass die Nenners jetzt wirklich hier der Protective oder der Investigative ist. Night 5. Sie. Nenners. Well. I'm dead. Ärgerlich. Interessant ist, aber hat nicht Officer Payne gesagt, er wäre transportiert worden? I was transported, dementsprechend ist Sinners Dingens. Ja. Sinners ist Mafia, er war Conzi.
Dann ist sie Konzi. Also vielen Dank, Herr Bodyguard. So, sehr schön. Ja, keine Ahnung. They are going to vote him up. Going to vote him. Ah, das kann er nicht gewinnen. Das sind drei Mafiosen auf jeden Fall. Also Sinan ist auf jeden Fall Mafia. Er ist Concierge. Na, wisst ihr. Trotzdem kriegen sie ihn hoch. Oh, stimmt, einen Jester gibt's auch noch. Nein, gibt's nicht. Kann kein Jester geben. So, vielen Dank, Bodyguard, dass du sagst, dass sie confirmed invest ist. So viel dazu. Das war's. Ärgerlich gelaufen. Kann ich jetzt aber nicht mehr ändern. Das ist nichts Neues, Lilian, also. Das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ich habe dummerweise zu sehr auf den letzten Willen vom Bodyguard mich konzentriert, dass Silenas Confirmed Invest ist und dementsprechend vertrauenswürdig. Ehrlich, man sollte nicht auf die letzten Willen anderer pochen. Ich sollte doch lieber mein eigenes Bild machen. Ich kam mir dann doch noch drauf, dass sie Konzi sein muss oder sein kann. Spätestens als hier Sheriff down war, kamen die ersten Zweifel auf. Problem ist, wenn er hier sagt, er wäre transportiert worden, hätten wir eigentlich innovieren müssen, um es zu retten. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr seid auch am Mittwoch wieder dabei bei der nächsten Folge Ranked. Hoffentlich dann wieder etwas erfolgreicher. Bis dahin noch einen schönen Tag und ciao.